eben im Hotel wieder gestartet und mache mich jetzt auf den Weg nach Norden, in die Stadt Norden. Es sind circa 18 Kilometer. Ich muss da heute hin, auch wenn ich da morgen auch wieder hinkomme, aber ich muss da heute hin und will mir eine Bahnfahrkarte kaufen, weil ich zu blöd war, die übers Handy zu bestellen. Ich will auch nicht morgen auf gut Glück da nach Norden zum Fahrkartenschalter fahren. Aber ich habe ja Zeit, so fahre ich halt heute dahin, hole mir die Fahrkarte, kann beruhigt schlafen und habe morgen meinen Zug wieder Richtung Heimat. Gut, dann melde ich mich wieder von unterwegs. Da sind sie wieder unterwegs, die Deichflieger. Weiter geht's hier den Pflasterweg entlang, immer geradeaus, rechts und links, Buchen, so wie ich das sehe, nee, nicht nur Eichen. In der Fußgängerzone und werde noch mal einen friesischen Tee zelebrieren. Ein Klümpchen Candis. Und ein Löffelchen Sahne. Schön, wie sich die Wolke verteilt. Wollen wir sie mal genießen. Ich fahre hier nach Norddeich rein. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwo im Süden hier. Strahlend blauer Himmel. Weißer Geh- und Radweg, hell. Ich fahre mal durch bis zum Hafen, um einen Radler zu trinken. Ansonsten fahre ich wieder ein Stückchen zurück, irgendwo was. So, hier kommt der Zug an. Und hier werden die Kids verladen, Richtung Norderney und Jüst. Und da drüben wird die Fähre bestiegen. Mensch, hier boxt ja der Bär hier. Kann man sich ja vorstellen, was hier los ist wohl im Sommer. Norddeich-Mole, das Tor zur Welt. Naja, nicht ganz, zumindest nach Jüst und Norderney. Das Meer in voller Breite. Da hinten ist Norderney. Da geht's rüber. Und da unten fahren wir jetzt lang weiter Richtung Greetsiel. Das glaubt mir kein Mensch. Ich sitze hier im Strandcafé in Norddeich. Direkt am Strand. Traumhaft. Und dann bei diesem Wetter. Unheimlich. Da hinten die Fähren. Für Norderney, Jüst. Da hinten die Insel.
Borkum noch. Womit habe ich das verdient? So fahre ich jetzt am Deich entlang nach Greetsiel. Mal gucken, wie weit wir kommen auf dem Weg hier. Traumhaft, traumhaft, das Meer, die Luft, die Sonne, ach herrlich. Flut haben wir, unverkennbar. Endlos der Weg, endlos der Deich. Die Wasserkante, die Waterkant, haben wir verlassen und fahren jetzt hier durch die Salzwiesen wieder zurück. Bald sind wir in Greetsiel wieder. Ich denke mal, da vorne geht es einen Berg hoch. Wollen wir mal gucken, wie lang das hier noch hinterm Deich lang geht. Ich bin jetzt auf der Deichkrone hier. Ich fahre jetzt den Weg auf der Landseite des Deiches wieder zurück. Allzu weit ist es nicht mehr bis Greetsiel. So, nochmal Greetsiel von der anderen Seite mit dem Yachthafen. Und da links um die Ecke geht es dann wieder raus auf die Nordsee. Zu Hause. Jetzt bleibt mir noch ein kleines Fazit zu ziehen von dieser Tour. Also vorweg gesagt, Tour war super, super klasse. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nicht zuletzt natürlich auch wegen des Wetters, was mich nie im Stich gelassen hat, Gott sei Dank. Aber auch sonst. Ich will mal ein kurzes Resümee ziehen. Ich habe die Tour schon einige Wochen voraus geplant. Und zwar nach Komoot. In Komoot habe ich mich an die Emsrad-Tour gehalten.
und habe diese Tour dann in den einzelnen Etappen allerdings etwas verändert. Gestartet bin ich auch nicht an der Quelle, sondern hier bin ich in Münster gestartet. Ganz einfach, weil es nach Münster wesentlich einfacher war, mit der Bahn dort anzukommen. Zwei Tage vor der Tour habe ich alle Unterkünfte gebucht im Internet und auch meine Bahnfahrkarte hier von Leverkusen nach Münster. Und ja, dann bin ich an dem Donnerstag dann gestartet. Mit der Bahn hat sehr gut geklappt. Bis Münster, alles pünktlich gelaufen. Und Münster dann gestartet bis nach Rheine. Die Hotels waren durchweg alle gut bis sehr, sehr gut. Ein kleiner Wermutstropfen hat die Sache, und zwar das erste Hotel, das Altstadt Hotel in Münster. Dem würde ich einen Stern geben von 5. Einfach nur deshalb, weil das Frühstück war in Ordnung. Alles andere konnte man aber vergessen. Aber okay, dafür waren alle anderen Hotels, sowohl das Hotel Greive in Haaren als auch das Hotel Frisia in Leer, allererste Sahne, wunderbar, tolle Zimmer, sehr nettes Personal und ein erstklassiges Frühstück, an dem es an nichts gefehlt hat. Das in Greetsiel war ich in einem Gästehaus Funke, glaube ich, hieß es. Das war ein Einfamilienhaus, würde ich mal sagen. Der Bau wie ein Einfamilienhaus. Aber dort waren 6 Gästezimmer drin und unten eine gemeinsame Küche. Auch hier war das Zimmer, das war ja die Roomtour, die ich gezeigt habe. Das Zimmer war auch einmalig, auch das Bad wunderbar. Das Frühstück ließ auch keine Wünsche offen. Und die Dame, die das Frühstück morgens früh vorbereitet hat, war auch sehr, sehr nett. Zur Tour selbst. Die Beschaffenheit der Wege war auch 1A. Sehr, sehr viel asphaltiert. Hin und wieder mal eine Schotterpiste, aber wirklich festgefahrene Schotterpiste. Und die Beschilderung des Weges war auch 1A. Man konnte sich also gar nicht verfahren. Aber ich wurde ja durch Komoot geleitet. Von Komoot war hin und wieder mal die Streckenführung für mich ein wenig seltsam. Aber naja, okay, schauen wir drüber weg. Das Wetter, sagte ich schon. Ich hatte immer das Gefühl, dass es um mich herum geregnet hat. Es war immer trocken. Einmal war in Haaren, kam nachmittags eine Gewitterschauer. Da war ich aber schon angekommen und war schon im Städtchen unterwegs und konnte mich unterstellen in einem Eiskaffee. Und ansonsten, ja, war nichts mit Regen. Also wie gesagt, es war rundum gelungen. Ich kann es nur empfehlen. Wenn einer Fragen hat, kann sie in die Kommentare schreiben. Ich werde sie gerne beantworten, wenn es in meiner Macht steht. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wie viel hatte ich? 1, 2, 3, 4, 5 Episoden. Und dann freue ich mich auf die nächste Tour. Mal sehen, wo die mich hinführt. Ciao, ciao.